Der T-Bone rasiert sich jetzt doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit ihr auch was hört. Jetzt schaue ich aus wie ein kleiner Nico, oder? Aber ich schaue halt auch aus wie 50, oder? Der Bart ist noch dort. Ich habe mich zwar rasiert, aber naja. Mein Kopf rasiert. Und woanders auch noch. Haargel für die Armen. Wasser. Kamm unters Wasser. Hahn. Und jetzt blasen wir die Haare. Föhnen. Ich hab noch nie einen Bart gekämmt. Was heißt noch nie? Das ist gelogen. Vor 10 Jahren mal, ja. So, und wann wird der Bart gefärbt? Das fragen mich schon ganz viele Leute. Und zwar, ich denke mal im Januar, Ende Januar, damit auch da arbeite ich wieder. Weil ich denke mal, dass es vom 20. Dezember keine 1000 mehr werden. Ja, und ich dann ja eh im Urlaub bin. Und das ist ja doof, ne? Wenn einer dann im Urlaub ist und dann nur zu Hause sitzt, in Anführungszeichen. Ich soll ja so auch unter die Leute, in die Bäckereien, in die Metzgereien, da dreht sich ja jeder um und fragt, hat der einen Vogel im Kopf, ne? Und ihr seid schuld, ihr habt euch die Farbe ausgesucht, ne? Grün wird es wahrscheinlich nicht, eher dieses Pink. Im Geschäft haben schon 3 Leute gesagt, ja, Pink. Und aber 2 Farben mache ich nicht, ja, weil die Farbe kostet auch ein Geld. Also eine Farbe wird's und ich denke bis jetzt pink, vielleicht wird's noch, weiß der Geier, ja, weiß man nicht, rosa oder hier schwarz oder ganz weiß, keine Ahnung. Aber bis jetzt ist es pink. Der bleibt dann dort eine Woche und dann wird er auch abrasiert und ja, jetzt kommt da wieder Sauerstoff ans Hirn. Man will ein bisschen die Haare weg. Ja, blöd bin ich eh schon, gell? Da nützt der Sauerstoff auch nichts mehr. Bei mir. Okay, dann bis die Tage. Ade wasche, euer Zipfelklatscher.